Dr. Benke, was passiert hier heute? Wir sind in unserer Wahrnehmung eines der ersten Zentren, das roboterunterstützte Chirurgie in der Kinder- und Jugendchirurgie durchführt. Und Sie sind heute in der Klinik Donaustadt an der Kinderchirurgie, weil wir heute zwei Eingriffe an Kindern und Jugendlichen in roboterunterstützter Technik durchführen. Was ist das Besondere und das Spezielle an diesem OP-Roboter? Wenn Sie Operationen prinzipiell einteilen würden in offene Operationen, wo Sie einen Hautschnitt benötigen, dass Sie zum Beispiel die Bauchhöhle eröffnen, so können Sie dies von den minimalinvasiven Eingriffen unterscheiden. Das heißt, Sie benötigen keinen einzelnen großen Hautschnitt, sondern Sie nehmen mehrere kleine Hautschnitte, um in die Körperhöhle zu kommen. Das nennt man minimalinvasive Chirurgie oder Stäbchenchirurgie oder Knopflochchirurgie. Der Unterschied in der robotischen oder in der roboterunterstützten Chirurgie ist, dass das ein Teil der minimalinvasiven Chirurgie ist und dass gewisse Nachteile der minimalinvasiven Chirurgie hier durch die roboterunterstützte Chirurgie überwunden werden können. So ist zum Beispiel der größte Nachteil in der Knopflochchirurgie, dass die Instrumente, die sie einbringen, dass sie die am Ende nicht bewegen können, die sind starr. Und diese Technik ermöglicht es, dass sich die Instrumente an der Vorderseite, dass sie die abwinkeln und verändern können. Das heißt, das System unterstützt den Operateur, den Chirurgen dabei, dass er Bewegungen, die er mit der Hand macht, so filtriert, skaliert und übersetzt, dass das hochpräzise Bewegungen am Ende des Instrumentes sind, sodass wir in der Lage sind, auf sehr kleinem Raum äußerst präzise zu operieren. Weitere Vorteile sind, dass Sie auch eine Tiefenwahrnehmung in dieser Operationstechnik haben. Das bedeutet, dass am Ende dieser Kamera nicht nur eine Optik ist, sondern zwei, die das menschliche Auge nachahmt und hier eine Tiefenwahrnehmung ermöglicht. Und dass, wenn wir als Operateure an der Konsole sitzen, auch diesen Vorteil sehen können. Das ist so, wie Sie sich vorstellen können, wie wenn Sie mitten im Bauch sitzen würden und Sie haben einen extrem guten Überblick und auch eine Vergrößerung des Operationsfeldes, weil diese Optik auch einen gewissen Zoom-Effekt hat, den man nutzen kann. Und wir in der Kinderchirurgie haben nur sehr kleine Operationsfelder und das ist ein besonders großer Vorteil, den wir sehen. Wie groß ist das Team bei so einer Operation? Es ist in keinster Weise so, dass der Roboter irgendjemanden ersetzt. Es sind deswegen nicht weniger oder mehr Menschen da, sondern es ist eigentlich eine unterstützende Technik. Das ist die Angst der Eltern, dass jetzt alle Tätigkeiten durch einen Roboter übernommen werden und der Chirurg nur mehr zuschaut. Das entspricht überhaupt nicht der Wahrheit. Es ist ein unterstützendes Verfahren, das überhaupt niemanden einspart, sondern uns in den Bereichen unterstützt, wo wir besonders präzise und exakt sein wollen. Werden Patienten davor gefragt, ob sie diese OP mit dem Roboter machen möchten, oder hat man da keine Chance? Natürlich hat man eine Chance, natürlich werden sie darüber aufgeklärt, dass das Wohl des Kindes und der Eltern ist unser größtes Gut und nach dem richten wir uns auch. Also natürlich werden sie gefragt. Auch das Feedback, die Rückmeldungen, die wir von den Eltern und von den Kindern haben, ist in meiner Erfahrung, dass wir beeindruckende Ergebnisse danach sehen, weil nicht nur, dass sie schneller aus dem Bett sind, dass die kosmetischen Vorteile genauso wie in der minimalinvasiven Chirurgie sind, sondern dass die Schmerztherapie danach ungleich weniger ist, dass die Kinder viel schneller mobil sind und wir haben sehr, sehr, sehr kurze Aufenthalte in den Spitälern, dass die Kinder auch nach der Operation sich beeindruckend rasch erholen.